Du bist vermutlich der einzige Mensch, der beim Saufen nüchtern wird. Es ist ein Phänomen. Aber ich bin der Schiedsrichter-Streamer und ich kann Sachen, die können andere nicht. Ne? Ich kann ganz schön viel. Ihr könnt mir ja nochmal Fragen stellen. Es ist der beste Moment. Stellt mir jetzt Fragen und ich beantworte sie in meinem jetzigen Zustand. Das heißt, Digga, leg das Glas weg oder trink. ich bin im Prinzip nicht mehr dazu in der Lage zu lügen. Erzählt mir jetzt was. Fragt mich was. Digga, meine Haare sind nicht gut. Das stimmt. Stellt mir bitte Fragen jetzt. Du bist vermutlich der, das haben wir. Was ist dein Lieblingsfilm? Busbaum. Nee. Mein Lieblingsfilm. Lieblingsfilm. Oh, das kann ich ganz schnell sagen, ne? Lieblingsfilm. Wo ich sage, den gucke ich immer wieder gerne. Also ich gucke immer wieder gerne zu Weihnachten auf jeden Fall Griswold, diesen Weihnachtsfilm. Eine schrecklich nette Familie. Das mag ich gerne. Ob das jetzt aber der Lieblingsfilm ist, das weiß ich nicht. Denkst du, auch gehen wir nicht auf den Sack oder denkst du, Ja. naja, es ist Kevin. Den mag ich ein bisschen. Du weißt ja, ich kann nichts dafür. Ich weiß ja, wie sehr dich das nervt. Schon damals bei Sky, wo wir Weihnachtsfeier hatten mit betrunkenen Leuten. Ich leg mal kurz die Betrunkenheit ab. Nee, damals bei Sky mit betrunkenen Leuten. Ich weiß ja auch, wie sehr dich das angepisst hat, wenn da Menschen auf dich zugekommen sind, die dich genervt haben. Und du dir gedacht hast, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Das hatte ich schon fast aggressiv gemacht, wenn solche Idioten auf dich zukamen. Wie empfindest du bei mir gerade? Denkst du dir auch, Alter, irgendwie nervst du auch gerade? Oder Nö, denkst das du, nicht, boah. aber es ist anstrengend. Für dich? Ja. Inwiefern? Was machst du denn? Naja, Außer den Pool wegmachen. Und diverse Schweinereien. ich bin nüchtern. Ja, und du Ja. passt auf mich auf. Ja. Wäre das jetzt umgekehrt, dann wäre es für dich auch anstrengend. Aber inwiefern? Das zu ertragen? Oder Nee, fühlst dann du dich mit der gerade... Situation. Du weißt, irgendwo hast du eine Umzugehen. gewisse Verantwortung für mich, kann das sein? Empfindest du eine gewisse Verantwortung für mich oder nicht? Jetzt gerade, ja, doch schon. Ja, doch, Ja. doch, ja. Und das ist richtig. Würdest du sagen, ich bin an dem Punkt, wo man sagt, der ist betrunken? Schon lange. Oder nur der ist erheitert? Schon seit 2 Stunden. Ja, es ist wirklich schade, dass das nicht weitergeht. Dass es nicht weitergeht mit dem Status zwischen mir ist kotzeübel und huch. Weil ich bin ja schon weiter als huch. Aber kotzeübel ist mir noch nicht. Mach ich, The Remy. Der Remy, mach ich. Ich bin enttäuscht, dass sie nicht hierher kommt jetzt. Da sind übrigens Fragen, die du beantworten kannst. Ja. Oh, jetzt sind wir ins Ei gehauen, ins rechte Ei. Aber selber ins rechte Ei gehauen. Oh, das tut weh. Ich habe noch gesagt, dass Alter vor Kotzi kommt. Oh, jetzt zieht das. Ich habe mir ins rechten Huhn gehauen. Nee, wo sind die Fragen? Bist du gerade glücklich? Ja, schon. Ach, wisst ihr, ich habe mir immer gesagt, ich möchte mal einmal an diesen Zustand kommen, wo man beschwipst. Und ich sage euch ehrlich, wo ich die 100 Abos gemacht habe, wo ich ja auch schon mal getrunken habe, da war ich nicht so weit wie jetzt. Da war ich vielleicht schon von der Abozahl her. So, nein, auch vom Zustand her. Und was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Das Ei, mein Freund. Das Ei war zuerst da. Google es und du wirst es sehen. Kevin, bist du blöd? Ja, das kann man auch sagen. Blöd bin ich auch auf einer gewissen Ebene. So. Nick hat geantwortet. Richtig, auch Küsschen gehen raus, ne? Full Humor. Ich grüße alle. Also, liebe Grüße von Nick, der grüßt alle. Er ist selber saufen. Ist in Ordnung. Ich schicke ihm noch eine Nachricht zurück. Abhören kannst du nicht, aber selber Sprachnachrichten machen. Das ist mir das Wichtige. Mein lieber Herr Grüner Eistee, ich danke dir für deine Nachricht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Trinken. Ich trinke heute auch. Ich muss sagen, mir geht's
richtig gut. Und ja, vielleicht guckst du es dir dann nachträglich an und machst da wieder deine Highlights raus auf Shizuo Highlights, Freunde. Den Kanal gibt es, könnt ihr gerne abonnieren. Shizuo Highlights, auch auf meinem Kanal erwähnt und empfohlen. Shizuo Highlights von Nick. Da kommen auch in Zukunft noch weitere Highlights aus meinen damaligen Streams, die da hießen, was ihr wollt. Nick, macht daraus die Highlights. Ich freue mich drauf. Ich sag's den Zuschauern, ich sag es auch Nick im Stream. Kashi lässt sich auch lieb grüßen. Ne? Ja, hi Nick, grüß dich. Ja, grüß meine Familie. Tschüss. Was war das denn jetzt? Kashi, guck mal, es kostet Geld, die Ausstattung hier. Und ich habe dafür was bezahlt. Wenn du da rumeierst wie ein Demlack, dann kann ich das nicht gutheißen. Der Träger ist verschoben. Ich muss den Träger richten. Ja, weil so ist natürlich jetzt alles aus dem Kurs. Ne? Jetzt habe ich das wieder in Waage gebracht und es sieht schon wieder ansatzweise gut aus. Und das ist gut. Ich trinke viel zu wenig in letzter Zeit und da möchte ich jetzt darauf achten, dass das mehr wird. Das echt nachgelassen habe. Ich möchte, dass du sagst, Kevin, trink mehr, weil es liegt mir am Herzen. Weil es liegt mir am Herzen. Und solange du die Tests bestehst, scheint ja alles in Ordnung zu sein. Naja, eben. Ja, klar. So, dann also. Was möchtest du den Zuschauern sagen? Sag die Wahrheit. Du kannst alles sagen. Es ist dein Moment. It's your moment. Was willst du sagen? Ich halte das Mikro hin. Ne? Was sagst du dazu? Wie findest du das, dass dein Vater heute Alkohol konsumiert und das auch noch in der Öffentlichkeit? Es ist nicht gut. Sag es, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass ich was trinke gerade. Habe ich recht. Und allen Menschen da draußen, die überlegen, ach, guck mal einer an, Alkohol macht witzig, Alkohol ist gut. Denen sagen wir was? Oh. Alkohol ist gar nicht so gut. Ich bin gerade intim geworden. Leicht. Ja. Der steht ja. Der steht ja doch. Das ist Größe L. Mhm. Hast du wahrscheinlich eher M, oder? Eher L. Okay. Eher L, weil wir waschen hier auch immer so ein kleines Wesen zurück und deswegen nehme ich gerne L. Die nächste Mische ist am Start. Ich nehme wieder ein Stückchen. Auf eine gute Gesundheit. Für jedermann hoch die Tassen und dann einfach laufen lassen. Hast du da jetzt mehr reingetan? Ja. Ja? Ja. Hast du wirklich, ne? Ja. Es schmeckt ein bisschen intensiver. Auch nur ein Ticken mehr und ein bisschen weniger. Weil du schwenkst deine Arme immer so gerne hin und her. Ach. Und schmeckt? Es ist halt mehr Bacardi Racer. Soll ich mit Streit nachschippen? Nö, lass mal. Jo. Ich geh pissen in das Mikro. Ja. Und Kashi ist auch heutzutage beziehungsgeschädigt, so wie ich auch. Und das ist das Problem, das ist Fakt. Deswegen haben wir aktuell immer noch keine Freunde an unserer Seite. Teilweise wollen wir es auch gar nicht. Der Kashi mehr als ich. Der sagt auch, hör mal auf damit. Ne? Und ich sage, ja, ich hätte aber schon gerne mal wieder eine Freundin an meiner Seite, aber er will es nicht. Und das ist auch alles richtig so. Na, jeder hat sein eigenes Befinden und Kashi hat seins. Und er sagt, ich möchte keine Freundin. Und das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, dass er keine Freundin möchte. Muss er ja auch nicht. Man kann ja auch nicht zu seinem Glück zwingen, ne? Schämst du dich gerade von deiner Schwester? Ich? Nach. Dass ich sowas wie dein Freund bin? Nein, das weiß sie doch. Dass du dich da auch mit den falschen Pack abgibst. Ja, würdest du mich jetzt eigentlich küssen? Nein. Dass du denkst, oh, dann erinnert er sich morgen nicht dran. Ich sag's dir, aber ich kann mich voll dran erinnern. Also ich würde dich einmal so küssen, ne? Ganz hart. Ne? Das sag ich auch nüchtern. Das hat jetzt nichts mit Betonung. Ja, deswegen sage ich auch, dass ich das weiß. Aber ich bin gut. Nicht mal ansatzweise besoffen genug, um dich zu küssen. Aber warum würdest du mich denn nicht einmal küssen aus Freundschaft? Warum? Warum sollte ich? Um die Freundschaft zu besiegeln. Besiegeln die Freundschaft. Dafür braucht man keine Intimität. Ein leichter Kuss auf den Lippen. Okay, ich verspreche dir jetzt, das nächste Mal, wenn ich betrunken bin, dann küsse ich. Ja. Na? Gut, danke, dass du das versprochen hast. Auf Zunge. Ja, nee, das will ich aber nicht. Nein, nur ein freundschaftlicher, einfacher Kuss. Frage an den Chat.
Küsst ihr auch mal gleichgeschlechtliche Menschen? Küsst ihr mal euren Freund oder eure Freundin? Ja, wahrscheinlich machen das Frauen eher. Küsst ihr mal eine andere Frau einfach nur so aus Freundschaft oder einen anderen Mann? Es ist doch okay. Wir sind in 2020, da muss man sich auch nichts... Was soll das? Guck mal, Andi schreibt direkt wieder, nee, nee. Was soll das? Guck mal, Lina schreibt, ja, es ist doch gar kein Problem. Ich kann doch Kaschel mal einmalig einen Kuss geben. Ich bin auch nicht heiß drauf. Hab auch gar keinen Bock drauf eigentlich. Aber ich will es einmal gemacht haben. Ich will ihn einmal geküsst haben, den Bengel. Jetzt merke ich gerade, wir sind bei 12 Stunden gleich angelangt. Oh, Seremi ist da. Es klingelt. Mach mal die Tür auf für Seremi. Ich bin da gespannt. Du, die hat's, glaube ich, aber auch eilig, hier reinzukommen, ne? Vielleicht hat die auch Angst da draußen im Dunkeln. Man weiß es nicht. Hier ist Seremi, ja. Moin Moin, Seremi ist am Start, das freut uns sehr. Applaus in den Chat für Seremi! Wir komplettieren unser Quartett. Ja. 1, 2, 3, Seremi herbei. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ja, Seremi ist da, sehr schön. Moin Moin Moin. Ah. So. So, ich, ja, mal nicht übertreiben. Es reicht. Seremi ist am Start, unsere Schizo-Redakteurin. Sehr schön, dass sie da ist. Und da trinke ich doch mal ganz spontan auch ein Schlückchen. Ne? Hm? Ah, was schreibst du jetzt? Nichts. Seremi ist da, oder? Genau. Ja? Ja. Seremi, hast du das echt geschrieben? Ich sag nur Spaß, schreibst du, Seremi ist da? Also, jo, und es steht wirklich da, schwarz auf weiß, Seremi ist da. Ist ja geil. Ist ja geil. Ach, wenn das nicht mein Freund ist.